Genau so verhalten sich Bitches. Warte mal. Und dann wiederholst du dich noch. Was ist los mit dir? Komm, geh, helf mal Papa Schuhe zu ziehen, mein Schatz. Hey, Fresh Family. Ja. Fresh, dass ihr eingeschaltet habt. So, okay, hier schnell. Papa, muss schnell raus, ne? Danke, mein Schatz. Danke, Kay. Danke. Kay, danke. Du weißt, ich habe einen wichtigen Termin, ne? Ja, ich komme noch jetzt. Nein, Kay ist noch nicht mal richtig ganz fertig. Wir beeilen uns jetzt, komm. Oh mein Gott, ich verstehe das nicht. Warum brauchen Frauen immer so lange? Ich habe einen wichtigen Termin, Mann. Wir fahren eine halbe Stunde oder so. Ja. Das weißt du doch. Ja, ich komme fertig. Was? Egal, ich gehe schon mal vor. Yo, Fresh Family, was geht ab? Alles klar? Und zwar, Leute, ihr habt ja gesehen, ich habe richtig Druck gemacht, Leute. Ich meinte, ich habe einen sehr, sehr wichtigen Termin in Hamburg City. Und, ey, die Fahrt dahin dauert halbe Stunde, dreiviertel Stunde, je nachdem, ne, nach Verkehr. So, jetzt bin ich im Auto. Ich habe extra nicht gewartet. Ich wollte unbedingt nach unten. Ich wollte der Erste sein, der, ins Auto steigt. Und, Leute, und zwar, ihr wisst ja, Daisy hatte mich geprankt, Leute. Ihr wisst es. Ihr prankt, Leute, was sie gemacht hat. Fruchtblase ist geplatzt. Prank an mich. So, jetzt will ich mich natürlich rächen. So, Leute, alle, die Team Ben Fresh sind, schreibt in die Kommentare Team Ben Fresh, weil wir kriegen uns gegenseitig. Sie hatte mich geprankt und das war gut gemacht. Und jetzt mache ich das ganz anders. Sie wird nicht damit rechnen. Ich werde das B-Wort zu ihr sagen und mal gucken, wie sie reagiert. Ich sag so, guck mal, sie ist hochschwanger. Ihr wisst das ja, Leute. Wenn sie gleich kommt, sage ich das zu ihr und dann wollen wir gucken, was für eine Reaktion sie abliefern wird. Deswegen, Leute, seid richtig gespannt. Ich sitze jetzt schon hier im Auto. Ich habe alles geplant. Wenn du neu bist, hier auf unserem Familienkanal, werde ein Teil der Fresh Family. Was du nur machen musst, ist abonnieren, Daumen hoch. Und ihr wisst selber, wenn ihr abonniert, ist kostenlos. Ey, Leute, seid gespannt auf meinen Prank. Sie ist so oder so immer so schnell pissig, weil sie ist schwanger und so. Und das ist irgendwie die Hormone spielen ganz, ganz verrückt. Und ich werde das heute testen mit euch zusammen. Und wenn sie kommt, werde ich auf jeden Fall so tun, als würde ich telefonieren. Weil ich meinte ja, ich habe einen sehr, sehr wichtigen Termin. Und sie weiß gar nicht, dass die Kamera an ist, Leute. Ohne Spaß, weil sie wird auch niemals damit rechnen, dass ich das B-Wort sage vor der Kamera. Das müsst ihr bedenken. Egal, ob die Kamera jetzt hier ist oder nicht, Leute. Das wird sie niemals bevorzugen, dass ich vor der Kamera sie so nenne. Auch wenn es ein Vlog ist oder ob das was weiß ich. Aber keine Frau will so genannt werden. Ich kann nur sagen, nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und wenn du das getan hast, schreib das auf jeden Fall in die Kommentare. Und ich bin gespannt. Ich warte jetzt einfach. Egal, guckt einfach zu, Leute. Ich kann nur sagen, guckt zu. Leute, ich bin so aufgeregt. Ohne Spaß. Ich bin richtig aufgeregt. Ich bin auf ihre Reaktion gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Leute, wie lange braucht sie? Wie lange braucht sie? Ohne Spaß. Sie braucht so lange. Wow. Ich habe gerade gesehen, sie kommt, sie kommt. Ich muss auf den tun, als wäre ich jetzt gerade den Anruf bekommen haben. Warte. Ja. Ja. Hoppala. Ja, das Ding ist. Ja, aber du kannst doch kurz warten, oder nicht? Also, ist doch sehr, sehr wichtig. Ja? Ja, du weißt, ich habe Familie und so. Hörst du meinen Sohn? Deswegen, ich kann selber nichts für. Keine Ahnung, Mann. Ja, Mann. Wem telefonierst du? Was meinst du? Warte, warte kurz. Ja. Ich verstehe das auch nicht, ja? Ja. Also müssen wir das verschieben, oder was? Hey, wieso das denn? Oh Mann, ja, dann müssen wir die Tage gucken dann. Ja, okay. Oh, okay, alles klar. Wir reden dann. Okay. Ciao. Ciao. Ja. Ja, hä? Können doch jetzt los. Warum sollen wir los? Das Ding ist, wir fahren eine halbe Stunde. Du weißt, wie lange wir nach Hamburg fahren. Eine Stunde? Halbe Stunde, habe ich gesagt. Ja, halbe wir können Stunde. Doch jetzt los. Dreiviertel Stunde. Ja. Ja, wie? Wir können jetzt los. Das ist gar nicht witzig. Wir schaffen das zeitlich gar nicht mehr. Ich habe doch die ganze Zeit gewartet, Mann. Was mit dir? Wie lange musst du dich schminken und so? Ich habe mich überhaupt gar nicht viel geschminkt. Ich habe mich sogar beeilt. Wir können doch jetzt los. Nein, wir können nicht los. Wie lange brauchst du? Hast du sowas? Jedes Mal irgendwo, wenn wir irgendwo zusammen hingehen, dann musst du immer sowas machen. Ich verstehe das nicht. Wieso kannst du dich einmal schnell machen? Wegen dir ist jetzt was sehr, sehr Wichtiges, was ich hatte, ist jetzt verfallen. Ja, gib doch einfach Gas, dann sind wir doch schneller da. Wie, ich soll Gas geben? Und wenn du ihn sagst... Ja, schminke hier, schminke da, das bringt alles gar nichts. Wegen dir komme ich zu spät.
Oh mein Gott, Mann, du nervst so hart, ne? Ich verstehe das nicht. Und warum bist du die ganze Zeit ruhig? Und warum brauchst du das? Was hast du denn ganz gemacht? Ich hab Caden angezogen, dass du es hier nicht mal angezogen hattest, ihn anziehen. Ich hab ihn noch angezogen. Nur Socken habe ich die nicht irgendwie angezogen. Ja, und Jacke und Schuhe und hast du nicht gesehen, musste ich alles machen. Der, wie lange brauchst du? Oh mein Gott, mein Termin ist jetzt verfallen, Mann. Ich finde, das regt mich richtig auf. Oh Mann, ey, das Ding ist, die Sache ist, ich weiß jetzt nicht, ob die das jetzt verschieben. Weißt du? Frag doch. Ich hab doch gerade telefoniert, hast du das nicht gesehen? Ja, was meinte er? Ja, er meinte, ja, geht nicht. Ich meinte, das schaffe ich zeitlich nicht mehr. Aber er meinte so, oh, du müsstest aber Punkt da sein. Ja, hä, wenn du jetzt Gas gibst. Nein, eben nicht, Mann. Das ist jetzt verfallen, du nervst. Genau so ein Verhalten, ne? Genau so verhalten sich Bitches. Warte mal, was hast du gerade gesagt? Ja, genau so verhalten sich Bitches, Mann. Digga. Sag das nochmal, was meintest du? Du hast das doch. Nee, warum soll ich mich die ganze Zeit wiederholen? Warte mal. Genau so verhalten sich. Zu mir? Ich reiß mir oben den Arsch auf, zieh deinen Sohn an, bin hochschwanger, beeil mich und du sagst gerade zu mir das B-Wort. Das Ding ist, hör mal zu, ne? Warte mal, ich hab gesagt, sag das nochmal. Warum soll ich das nochmal sagen? Das ist doch. Ich hab das zweimal gesagt. Ja, wie? Ich sag B-Wort hier und du lachst rum. Was denkst du, wer du bist eigentlich, dass du so ein Wort zu mir sagst? Habe ich keinen Namen oder was? Wie, du hast keinen Namen? B-Wort? Ja, B-Wort. Warum benutzt man dieses Wort? Ich meinte, so verhalten sich... Ja, aber wer bist du, dass du mich so nennst? Was hat das denn damit zu tun? Ich hab ja so verhalten sich... Ganz entspannt. Hä? Was da los? Wie, wer bin ich? Du kommst zu spät, ich sag so verhalten sich... Wenn ich sage, so verhalten sich... Dann, und du bist eine... Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ob du sagst, du bist ein oder ob du sagst, du verhältst dich so, ist genau dasselbe. Ja und? Wie ja und? Ja, aber ich meinte ja nicht zu dir. Ich meinte ja nicht zu dir. Ich meinte ja nicht zu dir. Hallo! Digga, was ist los mit dir, dass du sowas zu mir sagst? Hä? Ja? Aber warte mal, warum kommst du eigentlich so nah ran? Gib mal ein bisschen Abstand. Ey, das ist krass. Ich meinte nicht zu dir. Natürlich meintest du das, was ist das denn? Nein, das ist ein Unterschied. Ich meinte, so verhalten sich. Ja, das ist genau dasselbe, als würdest du sagen, du bist eine. Und ich weiß, dass du hochschwanger bist und alles mögliche, aber ich meinte, so verhalten sich. Aber ich habe ja nicht gesagt, dass du eine bist. Doch, hast du. Im Indirekten hast du das gesagt, oder nicht? Was redest du da? Du verhältst dich wie eine. Das ist für mich genau dasselbe, als würdest du sagen, du bist eine. Hä? Stimmt nicht. Ich meinte ganz normal. Ich meine, ich weiß nicht, was du jetzt von mir willst. Wie kommst du überhaupt darauf, sowas zu mir zu sagen? Wie komme ich darauf, sowas zu dir zu sagen? Das überhaupt in deinen Mund zu nehmen. Dein Sohn sitzt hinter dir im Auto. So verhalten sich welche. Ja, ich habe nicht zu dir gesagt, du bist eine. Hast du gesagt, doch, natürlich. Nein. Du traust dich sowas in der Gegenwart deines Sohnes zu sagen. Ich sitze hier hochschwanger. Ich weiß es, aber ich habe dich nicht beleidigt. Dass man sowas nicht sagt. Nein, habe ich nicht. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich meinte, so verhalten sich. Ja. Und wenn ich mich so verhalte, dann bin ich doch eine, oder nicht? Oder was willst du mir damit sagen? Natürlich, doch. Du kannst zu deiner Mutter, deiner Kinder nicht sagen, dass sie sich verhält wie eine... Und genau das, was du gerne meinst, das machen auch so verhalten sich... Ey, das ist unglaublich, was du gerade zu mir sagst. Du musst ein bisschen aufpassen, was du sagst gerade, ne? Warum muss ich aufpassen? Ich habe das nur gesagt, das passt doch. So, was du jetzt gerade machst, was soll das hier, wie du da sitzt und was denkst du, wer du bist, was machst du da? Was machst du so? Was willst du machen? Und wenn ich so mache, was ist jetzt? Bin ich dann wieder eine? Willst du wieder zu mir sagen, dein Verhalten ist wie eine B? Okay. Oder was? Ich verstehe das aber hier alles gerade. Ja, ich verstehe das nicht. Es ist jetzt meine Schuld, dass du zu spät gekommen bist. Es ist meine Schuld oder es ist deine Schuld? Es ist deine Schuld. Du hättest deinen Sohn fertig machen können, oder? Dann wären wir zusammen rausgegangen und wir werden. Jetzt sitzen wir hier, wir können nicht mehr losfahren, Mann. Das war gerade was Wichtiges. Was soll ich jetzt machen? Wie, was soll ich jetzt machen? Das ist deine Schuld, Mann. Pech, ne? Ja, das ist so eine B-Aktion. Ja. Ja, was willst du denn? Was guckst du denn die ganze Zeit? Ich verstehe nicht, was du willst. Das war eine B-Aktion, ganz einfach. Ich kann das nur wiederholen. Das war eine B-Aktion. B-Aktion mit dir und jetzt? Was soll ich machen? Ja, B-Aktion jetzt. Was willst du von mir? Das ist überhaupt nicht krass, das zu sagen. Und dann wiederholst du dich noch. Was ist los mit dir? Und was soll das? Ja, wie, was soll das? Muss ich mich so betiteln lassen? Musst du nicht? Als die Mutter deiner Kinder? Nein. Oder von deinem Kind?
Du verstehst das immer noch nicht. Du verstehst das, glaube ich. Jetzt reg ich mich hier auf, hochschwanger und so. Du oh, sie versteht, denkst gar sie nicht versteht nach, das ne? nicht. Es ist ein Unterschied zwischen du bist eine und man aber sagt, wo ist der oh Unterschied? Und wie kannst du sowas zu einer Frau sagen, die mit dir zusammen liegt von mir, und die zwei Kinder von dir hat? Oder du mit bist dir zu nah hat? Dran, geh mal ein bisschen zurück. Fass mich nicht an. Ja, ich fass dann fass mich nicht an. Du brauchst dich nicht rumholen. Ich hab nur ganz normal die Ärzte leicht berührt. Ja, du brauchst mich aber nicht anfassen. Ja, okay, aber trotzdem. B-Wort anfassen, was jetzt? Ja, wie was jetzt? Du sitzt hier die ganze Zeit und redest, obwohl du brauchst 5 Jahre, um dich. Wegen und wenn ich 10 Jahre brauche. Ja, aber trotzdem. Ja, ich verstehe das nicht. Ja, du guck mal, Kate pennt schon. Ja. Ja. Und das ist ein Grund dann zu sagen, du benimmst dich oder verhältst dich wie eine B. Ja, aber trotzdem, das Ding ist, Kane hat schon gepennt, als ich das gesagt habe. Er hat das gar nicht mitbekommen. Und das macht es jetzt besser, oder was? Nein, das macht es nicht besser, aber ich habe dich ja nicht betitelt, Mann. Du nervst, Mann. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Mann. Das ist eigentlich deine Schuld, dass wir jetzt gar nicht mehr losfahren können und du kommst hier und machst auf Hihaha. Ich mach auf Hihaha? Ja, machst du, Mann. Ey, Junge, du betitelst mich als eine B. Und ich soll mir das gefallen lassen, soll ich hier ruhig sitzen, soll ich dich angrinsen, soll ich nur, sagen, weil oh, ich jetzt, cool. Oh mein Gott, nur weil ich jetzt meinte, du verhältst dich wie eine Bitch. Er sagt das wieder. Ja, nochmal. Du traust dich, ne? Ja, du verhältst dich wie eine Ja, nochmal. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, egal. Scheiß drauf. Ja, was denn jetzt los? Ich mach gar nichts mehr mit dir heute. Okay. Geh mal deinen Termin sonst so irgendwie klar machen. Wie mein Termin irgendwo klammern, was redest du da? Kannst du ja was anderes machen. Wie bitte? Dann kannst du ja was anderes machen. Ich werde heute gar nichts mehr mit dir machen. Lass mich von dir doch nicht so wie sowas behandeln. Suche ich mir jemanden, der mich bei meinem Namen nennt und nicht aber, irgendwie ja, mit okay. irgendeinem B-Wort. Ganz ehrlich. Kommst du klar? Ja, ja okay. Warum hast du jetzt die Tür aufgemacht weil jetzt? Ich abhau, ne? Ganz einfach. Und wohin geht's? Nach Hause, kannst du alleine fahren. Wie bitte? Du kannst ja alleine fahren. Spaß, ne? Vielleicht findest du ja eine, die sich verhält wie eine. Ey, sie haut einfach ab. Ne? Sie lässt mich hier alleine mit Kay. Kay pennt. Sie haut ab. Leute, ohne Spaß, ne? Ich muss hinterher. Scheiße, Mann. Ich muss Kay kurz alleine lassen. Oh mein Gott. Für diese Aktion. Oh mein Gott. Leute, ich muss die Kamera. Ich muss es jetzt auflösen. Ohne Spaß. Ich muss es auflösen. Daisy! Hä, wo wolltest du denn hin? Mit wem schreibst du? Hallo, mit wem schreibst du denn? Hallo? Ist doch egal. Mit wem schreibst du? Also nicht so weit entfernt, man. Kane pennt, man. Er ist im Auto. Warum läufst du überhaupt hinterher? Übertreib, guck doch mal. Hier, ich hab die Cam. Ja, ohne Spaß. Die Cam stand da, ich hab aufgenommen die ganze Zeit, ohne Flachs. Die war nicht mal an. Ohne Flachs, Mann. Das Ding ist, guck mal, hör mal zu, ne? Die Cam stand da und ich weiß ganz genau, ne? Du hast niemals damit gerechnet, dass ich vor der Kamera das B-Wort sage, sei ehrlich. Hast du damit gerechnet? Sag mal jetzt ehrlich, du. Guck mal, ich mach jetzt auf beleidigt, man. Chill mal ein bisschen. Das war jetzt. Guck mal, ich hab die Cam hier, Mann. Wie bitte? Was kann man nicht einfach sagen? Boah, bist du immer noch traurig? Warum traurig, ey? Das sagt man einfach nicht. Oh, das war jetzt einfach nur ein Prank, Mann. Ganz witzig. Das ist, du hast mich auch geprankt, jetzt wurdest du auch geprankt, aber bei dir war es viel, viel schlimmer, weil du bist hochschwanger und ich habe dich geprankt. Ja, was hättest du, wenn ich Wehen bekommen hätte? Wie bitte? Was hättest du, wenn ich jetzt Wehen bekommen hätte? Wieso sollst du jetzt aber Wehen bekommen? Hä? Durch die Aufregung? Jetzt Wehen? Hä? Klar, das sind alles Auslöser. Ich musste Kay kurz im Auto lassen. Und schnell zu dir. Aber chillst du jetzt mal ein bisschen? Das war jetzt nur ein Prank, Mann. Komm. Denkst du, warum hatte ich einen Termin oder so? wir wollten nur gucken, wie du drauf reagierst. Chillst du jetzt mal ein bisschen? Ja, sowas sagt man aber. Ja, ich weiß, dass man sowas nicht sagt, aber es war nur ein Prank, Mann. Chill doch mal. Ist jetzt alles wieder gut? Ja. Korrekt, dass du aber mitgekommen hast. Ich muss grinsen. Grinsen einmal. Ey. Also ehrlich, war mein Prank jetzt gut oder war nicht so gut? Wow. Wie bitte? Wow. Ja, okay, wenn das okay war, ne? Eine Frage jetzt kurz, ne? Wenn das so okay war, wie du sagst, ne? Wieso bist du denn ausgestiegen und wolltest einfach abhauen? Weil, ja, weil man das nicht sagt. Was, wie bitte? Weil man das nicht sagt. Wieso sagt man das nicht? Wollen wir jetzt diskutieren? Hä, hey, ich kann doch aber wohl sagen, du bist meine B. Ja, das ist was anderes. Okay, Mama. Haben wir uns jetzt vertragen?
Aber mein Prank war gut, oder? Leute, schreibt mir in die Kommentare. Team Ben Fresh, Team Daisy wurde warte ab. Team Daisy wurde auseinandergenommen. Ja! Ja! So Leute, jetzt sind wir wieder im Auto. Zum Glück, ey, es ist so kalt draußen. Ne? Oh, jetzt schneidet sie sich wieder an. Wieso hattest du dich davor abgeschnallt, wenn das nicht so heftig war, mein Prank? Okay. Aber sag mal ehrlich, im Großen und Ganzen das Einzige, egal wie es verlaufen ist, mein Prank, du warst nur auf dieses B-Wort fixiert, sei ehrlich. Klar. Du warst schock, ne? Und das Ding ist, du hättest auch niemals gedacht, dass ich vor der Kamera überhaupt sowas sage. Dass du überhaupt sowas sagst. Und deswegen dachtest du auch, als du die Kamera gesehen hast, so auf den, ja, okay. Das ist aus. Die Kamera ist aus, ne? Und wie ich mich verhalten habe und so, du dachtest so, so verhalte ich mich eigentlich nie vor der Kamera, ne? Ja. Aber es war schon krass, ja, ich bin ehrlich, ist mir gelogen. Ey, ich freue mich so hart, Leute. Ich kann mich noch erinnern, als sie mich geprankt hat, ohne Spaß, Leute, ihr müsst euch das reinziehen, ne? Fruchtblase geplatzt Prank. Leute, ja, sie hat mich zum Affen gemacht. Sie hat mich zum Affen gemacht. Und das war jetzt... Geil, warte. Revanche. Du kannst gar nichts mehr machen. Was willst du jetzt machen? Du bist schwanger. Leute, Daumen hoch, ey, Daumen hoch bitte. Jungs, ey, Jungs, Mädels, alle, die mich feiern. Team Band Fresh, Daumen hoch. Und schreibt mir auf Instagram, Leute, für mehrere Ideen, für Pranks an Daisy. Und ich denke mal, später kannst du mit unserer Tochter mich pranken, aber ich werde mit Kay. Er pennt einfach. Ich werde mit Kay bei Pranks machen. Kay, wir rasieren bald alles. Er pennt einfach. Und du? Du rasierst nur deine ja, Achselhaare. Okay, Leute, wenn euch das gefallen hat, Daumen nach oben, Glocke aktivieren, nicht vergessen, The Fresh Family zu abonnieren. Join the Family, werdet ein Teil der Fresh Family und wir bombardieren euch nur mit Videos tagtäglich und ihr habt immer Entertainment, Leute. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ich habe mich auf jeden Fall inspirieren lassen von den Amerikanern. Das mit B-Wort und ja, habe ich das bei ihr. Scheiße, dass du hochschwanger bist, muss ich sagen, aber ich musste das machen. Vielleicht hast du ja damit ausgelöst, dass sie heute kommt. Ich muss, oha, was? Vielleicht hast du ja damit ausgelöst, dass sie heute kommt. Sagst du? Oha, übertreibt man nicht, das machen wir gleich wieder gut. Wir gehen jetzt schön was Entspanntes unternehmen und ich muss wieder alles gut machen. Kane pennt eh. Und Leute, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Man will nicht so viel reden. Peace out. Willst du Tschüss sagen oder bist du zu sauer? Ist gut. Bis zum nächsten Mal. Cool.